Hallo und herzlich willkommen bei Wetter.net, heute mal über den Dächern von Wiesbaden. Viel los war auch gestern über den Dächern von Hamburg. Man hätte fast meinen können, da wurde eine deutsche Version vom US-Katastrophenfilm Twister gedreht, also dieser Film mit den Tornados, denn es wurden in Hamburg an mehreren Stellen Tornados gesichtet und es gab tatsächlich auch Bodenkontakt und erst dann spricht man ja auch von einem Tornado, wenn eben dieser Rüssel, Schlauch oder wie immer man es nennen mag, auch den Erdboden berührt. Und die Polizei bzw. Feuerwehr hat stellenweise tatsächlich eine Schneise der Verwüstung vorgefunden. Dann gab es auch noch ziemlich viel Starkregen, vor allen Dingen Richtung Ruhrgebiet. Die Gewitter haben sich kaum von der Stelle bewegt und haben immer wieder an Ort und Stelle ihre Fracht abgeladen. Auch heute gibt es neue Schauer und Gewitter. Der Schwerpunkt der Unwetter liegt aber so südlich des Mains. Das heißt, es zieht sich immer mehr Richtung Süden zurück. Es kann dann wieder Starkregen, Hagel und Sturmböen geben. Und auch morgen am Donnerstag, da bleibt es vor allen Dingen in Bayern und Baden-Württemberg immer noch sehr gewittrig mit Unwetterpotenzial. Aber am Freitag ist dann erstmal alles vorbei in Sachen Blitz und Donner und Unwetter. Es wird ruhiger und pünktlich zum ersten Spiel in der Europameisterschaft in Frankreich um 21 Uhr am Freitagabend ist es dann auch weitgehend trocken. Also wer das Spiel im Freien genießen will, der kann die Regenklamotten mal erst zu Hause lassen. Nicht so am Samstag, da ziehen nämlich schon wieder Wolken auch aus Westen, die bringen teilweise kräftigen Regen und auch der Sonntag wird eher nass werden und auch so ein Public Viewing Spiel Deutschland gegen Ukraine um 21 Uhr am Sonntag, da ist wahrscheinlich im Freien besser Regenkleidung angebracht, denn es gibt viele Wolken und immer wieder kann es Schauer geben. Ja, und die nächste Woche, naja, wer auf Hochsommer gehofft hat, wird enttäuscht. Es gibt viele Wolken, immer wieder fällt kräftiger Regen oder es gibt einzelne Schauer. Es herrscht insgesamt so typisches Aprilwetter. Die Schafskälte ist auch da. Im Westen, Norden und Süden, da gehen Temperaturen noch rauf, so auf 15 bis vielleicht 20 Grad. Im Osten kann es mal kurz ein bisschen wärmer werden. Da sind mal 23, 24, 25 Grad möglich. Aber ansonsten kocht der Sommer auf Sparflamme und ein stabiles, schön Wetterhoch ist in der gesamten nächsten Woche nicht in sich. Ist noch schlimmer, der Trend für Juni deutet eher darauf hin, dass der gesamte Juni deutlich zu nass werden könnte. Also ein richtig nasser Monat und es sieht eher nach Hochwasser als Hochsommer aus. Naja, warten wir mal ab. Zunächst bleibt es wechselhaft der nächsten Woche. Wie es dann weitergeht, das schauen wir uns dann in den kommenden Tagen an. Tschüss und bis bald.